Hi, ja. Hey, was geht ab? Was geht ab? Okay, was ist der Masterplan? Tatsächlich spielt heute Abend The Don, Donny Benet, in Amsterdam. Oh, krass. Und ich habe ihm geschrieben, dass ob er eventuell uns 4 Gästelistenplätze geben wird. Warte, und das ist heute? Das ist heute. Alter. Das ist der Zufall, oder? Ja. Das erste Mal, als ich mit einem Mädchen geschlafen habe, nach der Celine, habe ich diesen Song so richtig krank laut gehört. Währenddessen oder danach? Danach. Als ich in mein Taxi gestiegen bin und nach Hause gefahren bin. Und dann, als ich nach der zum ersten Mal ein Mädchen geküsst habe, lief genau dieser Song. Na, da bin ich in dem Moment ja. zu ihrem Freund gegangen. Genau. Wir sind so ein Bromance-mäßig abgegangen. Also, ja. Ich habe ihn so richtig angeschrien. Yes, ja, das war so ein krasser Moment das für war mich. Schön, ich hab mich da voll gut gefühlt. Ist Bond Girl. Tut mir leid, Bond. In diesem Aufzug ist nicht genug Platz für mich und ihr Ego. No re-entry. Yes. Sorry. Oh. Oh. For this time, I shall come with you. Was machst du? Was machst du? Okay. Mucke. Mucke. Geil. Hi. Hey. Hey. You're smoking. Oh. Thanks. Darf ich Ihnen mal eine andere Frage stellen? Nein. Wie findet ihr, dass Calling so poppig ist, wie es ist? Es ist ja kein Pop aus der Idee, möglichst Mainstream-tauglich zu sein, sondern der Song ist einfach so, wie er ist, entstanden. Dann mache ich eigentlich jetzt meine Hook. Also die Produktion ist bewusst poppig, aber der Song an sich ist nicht der Versuch, einen möglichst mainstreamigen Song zu schreiben. Aber das Ding ist doch, wenn es einem selbst gefällt, ist es doch egal, was es ist. Und wenn es ja. irgendjemand gibt, der es veröffentlicht, und noch besser, wenn es irgendjemand gibt, dem es auch gefällt, außer einem selbst. Ich hätte irgendwie richtig gern sowas Philosophisches in diesem Film. So also was richtig Interessantes. Oder was richtig Persönliches. Also wenn ich jetzt eine Band anschauen würde, dann würde ich unbedingt wissen wollen, was in dem Privatleben abgeht oder weiß nicht, was ich meine. Ich hoffe, ich habe deinen philosophischen Moment nicht durch zu viel Zoom kaputt gemacht. Nee. Höchstens durch den Kommentar. Wir werden nach Amsterdam geflogen, um einen Gig zu spielen. Also ich bin da schon krass stolz drauf. So, oder? Da ist unser Hotel. Cheers, Motherfucker. Das Hotel ist einfach nur noch ein Traum. Alter, ja. Und der Traum muss wahr bleiben. Das war ein sehr erfolgreicher, guter Kurztrip. Schon, oder? Und also ich meine wirklich krank kurz. Ja. Wir waren ja 48 Stunden in Amsterdam. Nicht mal. Das ist schön. Was legst du für Musik drunter? Vielleicht selbstgemachte Musik. Du kannst auch noch ein Musikvideo zu Calling machen. Ein zweites? Vielleicht. Das habe ich mir auch überlegt, aber dann habe ich mir gedacht, ich komme sowieso nicht an Bass zu machen. Ciao!